beginnen Sie, indem Sie sich bloß mental mit der Energie in Ihrem Körper verbinden und ausatmen. Während Sie einatmen, stellen Sie sich vor, dass Sie Atem, Energie und Gewahrsein abwärts in den Unterbauch bringen, sobald Sie, nur um den Körper daran zu erinnern, ein wenig muskuläre Kraft eingesetzt haben, behalten Sie etwa zehn Prozent Ihrer Energie und des Atems unten in der Vase, und atmen darüber natürlich ein und aus, wobei sie Brust und Schultern entspannt halten. Seien Sie so natürlich wie möglich. Diese Praxis ist so subtil, dass niemand zu bemerken braucht, dass Sie sie anwenden. Zuerst werden wir vom Leben ständig abgelenkt, und diese subtile Praxis entgleitet uns, doch immer, wenn sie uns entglitten ist, brauchen wir nur einen Atemzug, um uns wieder damit zu verbinden. Wiederholen Sie die Übung immer wieder. Allmählich bilden wir so eine neue Gewohnheit heraus und die Praxis fällt uns immer leichter. Wir werden uns den ganzen Tag lang stärker und geerdet fühlen. Wir werden bemerken, dass wir mit vielen Situationen, die uns zuvor gestresst haben, leichter umgehen können. Diese Praxis ist ausgesprochen hilfreich bei langen Besprechungen. Drücken Sie gern hier auf Pause und probieren es mal aus. Daniel Goleman, die Wissenschaft. Meine Frau und ich waren zusammen mit Zogniai Rinpoche in einem Taxi unterwegs zum Bahnhof von Delhi. Es war im März 2000 und wir hatten Plätze in einem Zug reserviert, der uns hinauf nach Dharamshala bringen sollte, wo ich ein Treffen des Dalai Lama mit einer Handvoll Psychologen zum Thema Destruktive Emotionen moderieren sollte. Wir hatten reichlich Zeit für die Taxifahrt eingeplant, aber Verkehrsstaus kosteten uns immer mehr von unserem Zeitpuffer, ich wurde ehrlich gesagt immer angespannter und machte mir zunehmend Sorgen, dass wir unseren Zug verpassen würden, eine destruktive Emotion hatte mich im Griff. Meine Angst kochte über, als unser Taxi bei Rotlicht vor einer Ampel an der Kreuzung zweier großer Korsos anhielt, die eher wie große Parkplätze, gepackt voller Autos und hier und da einem Ochsenkarren, einem Fahrradricksha und einer Kuh aussahen. Die rote Ampel brachte uns für eine gefühlte Unendlichkeit von Minuten zum Stehen. Ein silberfarbenes Wort, Relax, inmitten dieses roten Lichtes änderte nichts an meinem Zustand. Ich vermochte mich nicht zu entspannen und wurde zunehmend angespannter. In meinem Kopf wirbelten Farben, Geräusche und Gerüche herum wie ein Hurricane. Obwohl unsere Fahrspuren nirgends in Bewegung waren, machten die Fahrer um uns herum ihre Ungeduld durch eine immer lautere Hubkakophonie Luft. Inmitten des Staus hatte ich ein zunehmendes Gefühl der Dringlichkeit, einen Knoten ohne Sinn und Verstand, der niemals auflösbar erschien.